Liebe Musikbegeisterte, liebe Tanzbegeisterte, liebe alle dazwischen, herzlich willkommen bei Soavis Living Room live aus dem Kölner Art Theater. Der italienische und seit 2006 in Köln lebende Choreograf Emanuele Soavi hat vor 8 Jahren sein eigenes Tanzlabel gegründet, Emanuele Soavi in Company. In Company mit nationalen und internationalen Künstlerinnen aus den unterschiedlichsten Metiers, vor allem aus dem musikalischen, in Zusammenarbeit mit Orchestern, in Philharmonie und Opernhaus, mit Elektrokomponisten und an der Schnittstelle von beiden. Spezialisten dafür sind mittlerweile Wolfgang Vogt und Stefan Bohne, die für die In-Company-Produktionen Ariadne und Relics elektronische Musik komponiert und live performt haben. Und das dritte, bisher größte Projekt sollte in diesem Jahr zum Beethoven-Jubiläum ein Stück mit dem Titel Flut werden. In Koproduktion mit den Duisburger Philharmonikern und der Oper Köln. Liebe Musikbegeisterte, liebe Tanzbegeisterte, liebe alle dazwischen, herzlich willkommen bei Soavis Living Room live aus dem Kölner Art Theater. Der italienische und seit 2006 in Köln lebende Choreograf Emanuele Soavi hat vor 8 Jahren sein eigenes Tanzlabel gegründet, Emanuele Soavi in Company. In Company mit nationalen und internationalen Künstlerinnen aus den unterschiedlichsten Metiers, vor allem aus dem musikalischen. In Zusammenarbeit mit Orchestern, in Philharmonie und Opernhaus, mit Elektrokomponisten und an der Schnittstelle von beiden. Spezialisten dafür sind mittlerweile Wolfgang Vogt und Stefan Bohne, die für die In-Company-Produktionen Ariadne und Relics elektronische Musik komponiert und live performt haben. Und das dritte, bisher größte Projekt sollte in diesem Jahr zum Beethoven-Jubiläum ein Stück mit dem Titel Flut werden. In Koproduktion mit den Duisburger Philharmonikern und der Oper Köln. Leider war das in diesem Jahr so nicht umsetzbar, wird aber dann voraussichtlich Anfang September 2021 in der Oper Köln im Staatenhaus Premiere haben. So, jetzt aber zum Living Room. Eigentlich ein diskursives Format, das gemeinsam mit dem Kultursalon Freiraum entwickelt wurde und in dem Emanuele begleitend zu den jeweils aktuellen Produktionen seine Arbeitspartnerinnen zum Gespräch einlädt. Manchmal gibt es auch kurze performative Interventionen. Da das geplante Beethoven-Projekt jetzt noch nicht stattfindet, haben sich Wolfgang Vogt, Stefan Bohne und Emanuele Soavi entschieden, heute zu einer musikalisch-performativen Session zu bitten. Die beiden Soundkünstler spielen Live-Sets auf Basis der bisherigen gemeinsamen Arbeiten, die unter anderem Motive von Bach, Monteverdi und Offenbach beinhalten. Die performative Improvisation greift auf Motive des Stücks Aurea zurück, das Emanuele Soavi gemeinsam mit der Tänzerin und Choreografin Susanne Linke erarbeitet hat. Aurea mit 5 Tänzerinnen und Tänzern, mit dem Pianisten Thomas Wansing und Live-Sounds von Stefan Bohne ist übrigens am 1. Oktober in der Kölner Tanzfaktur im Rahmen des Rheinfach-Festivals zu sehen. Wir freuen uns, dass wir erstmals einen Livestream anbieten können, danken dem Art-Theater für die Realisierung desselben und wünschen euch jetzt, wo immer ihr auch seid, gute Unterhaltung. Lehnt euch zurück und dreht den Sound auf. Und falls es noch einen Augenblick dauern sollte, bis es losgeht, danke ich schon jetzt für eure Geduld. Mit schönen Grüßen aus dem Art-Theater, Achim Konrad.
Thank you.
Thank you.